Bonjour und herzlich willkommen hier aus dem Süden Frankreichs. Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TGW Duplex mit der Mod am Start, die den TSW 3 Himmel und die Beleuchtung in den TSW 2 holt. Deshalb sind hier die ganzen Bahnhofsbeleuchtungen schon alle aus und so. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir steigen ein in den Führerstand und rüsten auf, was wir noch aufrüsten können. Dazu einmal den Fahrtrichtungsverändern Vorwärtsstellung, die Türen links auf. So, das haben wir dann schon mal gemacht. Dann können wir an dieser Stelle den Fahrmodus auf Geschwindigkeitsvorgabe stellen, den Geschwindigkeitsregler auf die erlaubten 30 setzen. Der Stromabnehmer ist soweit so gut. Machen wir uns noch das, ja, das normale. Ja doch, genau. Machen wir uns das Licht an. Lokführerpultbeleuchtung. Brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nicht. Dann Taste I für Instrumentenbeleuchtung. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Die Zugbremse ist angelegt. Dann Leistungsschalter, den Disjunkteur auf an. Und jetzt ist das so, dass wir den ganzen praktisch scharf stellen, indem wir einmal hier diesen Schalter kippen. Oder? Na? Müsste das nicht? Der Hauptschalter ist aktiv. Hecklichter machen wir uns noch an. Na? Ach, der Stromabnehmer ist unten. Warum ist denn der Stromabnehmer unten? Stromabnehmer normal. Hallo Stromabnehmer. Da ist ein. Ja, sind das viele Menschen. Ich sehe einen Stromabnehmer, allerdings nicht an unserem Zug, oder? Doch, an unserem Zug ist auch einer gehoben. An dem hinteren Zug ist auch einer gehoben. Daher müsste es doch eigentlich funktionieren. Vielleicht den Fahrtrichtungsverändler dafür neutral stellen. So, Stromabnehmer auf Normal, Stromabnehmermodus Wechselstrom. Nehmen wir Notfall, ne. Okay, was ist dein Problem? Qu'est-ce que est ton problème? Oder so ähnlich. Das sind die Fahrgasttüren. Ich verstehe das nicht. Moment. So, wo ist das Problem? Jetzt nochmal ganz in Ruhe. Fahrtrichtungswende auf vorwärts. Stromabnehmer. Was passiert, wenn wir jetzt auf Senken gehen? Sind die dann unten? Ich habe ganz kurz gedacht, dass das hier ein Stromabnehmer ist. Okay, die sind alle unten. So, Stromabnehmer ist unten. Und jetzt Stromabnehmer auf normal. Jetzt ist der Stromabnehmer oben bei beiden Zügen. Stromabnehmermodus Wechselstrom müsste eigentlich hier okay sein in Marseille. Okay. Fahrtrichtungswende und Vorwärtsstellung. Leistungsschalter an und schließen. Konnten wir jetzt schon die ganze Zeit fahren? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Die Traktionssperre ist immer noch drin. Daher ist es mir ein Rätsel,
was genau das Problem ist. Muss der Fahrtrichtungswende Vorwärtsstellung? So, der Leistungsschalter auf aus. Ist hier sonst irgendwas? Hecklichter, Wackmer, aufgerüstet abstellen? Nee. So, also Leistungsschalter ist auf aus. Wir senken nochmal die Stromabnehmer. Wir heben den Stromabnehmer. Wir warten einen Augenblick. Stellen den Leistungsschalter auf an. Und? Nö. Nix. Komm schon, das ist nicht das erste Mal, dass ich den TGV fahre. Klimakontrolle. Ja. Komm mal. Der macht schon mal Geräusche, das ist doch schon mal was. Bremse halten. Nö. Bremsüberlastung. Nö. Love. Manuell. Das ist der Scheibenwischer. Den brauchen wir nicht. Oder? Nee. Hätte sein können. Instrumentenbeleuchtung. Bitte auf Max. Ja. So. Das war schon mal wichtig. Guck mal, das spiegelt hier. Moment. Da. Seht ihr das hier? Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Auch hier. Schön. Okay, ein paar sehr spannende Erkenntnisse. Minus, plus, plus. Mach mal plus. Okay, mach's auch nicht. Ach, Moment. Nee, doch nicht. Geschwindigkeitsvorgabe? Fahrtrichtungswender. Vorwärts. Die Türen sind zu. Dann schließ doch den Leistungsschalter. Ist hier hinten irgendwas nicht ganz in Ordnung? Batterie. Isoliert, normal, isoliert, normal, normal. Batterie. Normal. TVM. Isoliert. Crocodile. Ah. Was war so? Nichts. Hilfsbatterie. An, aus. Hier, hilf mir doch mal. Mach. Okay, bringt nichts. Okay, das hat uns jetzt nicht viel gebracht. Die Tür bringt uns auch nicht viel. So, jetzt nochmal. Also, Gedanken gesammelt, zurück zum Führerstand. Leistungsschalter auf an. Und ne. Dann vielleicht auf aus und ne, auch nicht. Makrofon. Ne, das war es auch nicht. Hier, wie wär's, wenn wir im Gleichstrommodus fahren? Willst du im Gleichstrommodus fahren? So. Ist bestimmt falsch, aber. Aha, was ist das? Autorisation, Fermentür, Disjunkteur. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ach so. Oh. Okay. Okay. Das hätte ja keiner wissen können. Also, nee, das hätte, also. Ja. Okay. Okay, ja, es war mein Fehler. Ich hätte es wissen können. Ich hätte es wissen können. Na. Ich hätte es wissen können. Okay. Na, egal. Hauptsache, wir fahren jetzt doch. Also der Zug ist nicht kaputt, sondern mein Wissen ist einfach nur kaputt. Aber das ist, das passiert jedem nicht professionellen Lokführer das ein oder andere Mal, ne? Also man kann ja nicht immer alles über alle Züge aus aller Welt wissen.
Man kann natürlich, bevor man denkt, hey, ich mache jetzt mal ein Video hier für YouTube, könnte man natürlich denken, okay, vielleicht gucke ich mir vorher noch mal an, wie man das Ding aufrüstet, damit es die Leute nicht 15 Minuten lang langweilt, bis mal der Zug fährt. Das könnte man machen. Aber das könnte man machen, ja. Das finde ich immer cool, diese lila Signale. Ne? Oder Sperrsignale. Okay, wir dürfen immer noch 30 fahren. Por, ne, por. Und Pi-dü oder so. Was aber ein schönes Bild, das gefällt mir im Moment. Das will ich auch screenshotten. Oder doch eher so. Okay, wir dürfen ganze 60 km/h fahren. Ach, schaut mal, hier ist noch die Zugwaschanlage. Ach. Müssen wir halten in. Ja, leider. Den Halt werde ich total verpassen, das sehe ich jetzt schon. Aix-en-Provence. Wer möchte denn bitte schön in Aix-en-Provence aus- oder einsteigen? Die Stadt ist nicht mal besonders groß, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aix-en-Provence. Vor allen Dingen die Stadt selbst ist noch recht weit weg vom Bahnhof, was ja auch irgendwie total sinnfrei ist, aber gut. SNCF wird da schon wissen, warum sie das so machen. Das ist aber eine steile Auffahrt, oder? Also. Joa, würde ich mit dem LKW jetzt nicht drüber fahren. Aber ich sehe hier einen Pool. Seht ihr das auch? Ich sehe hier das erste Mal im TSW ein Gebäude mit einem Pool. Ich finde es auch schön, ehrlich gesagt, dass die Gebäude und auch so die Ausgestaltung so jetzt nicht so ganz typisch in diesem Sinne mitteleuropäisch sind, wie man sie sonst so kennt. Ja, mit diesen Gärten oder so, sondern dass es tatsächlich irgendwie schon angepasst wirkt. Auch die Polizeisirenen, die man gerade hört. Ja. Okay. Auf geht's. 110. Hätte ja wirklich keiner wissen können, dass die mit Gleichstrom hier fahren und nicht mit Wechselstrom. Also jetzt mal ehrlich. Was halt übrigens jetzt auch dank der Mod eben der Fall ist, ist, dass die Adaptation, entsprechend auch die TSW 3-Version ist. Ne? Also wenn man jetzt hier so ein bisschen runter guckt, wird alles ein bisschen heller. Wenn man da in Richtung Himmel guckt, wird der Rest ein bisschen dunkler. Also jetzt sieht man das ganz gut. Also ne, da hat man jetzt auch das Feature mit drin. Und so, wenn es halt so mittig ist, ist es sehr gut ausbalanciert tatsächlich zwischen hell und dunkel. Also ich finde das gut gemacht, ehrlich gesagt. Es gibt da so einige, die das mit der Augenadaption kritisieren. Ich finde es ehrlich gesagt eigentlich recht gut gemacht. Hier über die Autobahn offensichtlich, ne? So, gleich folgt ein Tunnel. Einer von, ich glaube, zweien insgesamt.
Also ich muss auch wirklich immer wieder sagen, ich habe das Gefühl, hier bin ich in Südfrankreich. Also das hat schon was. Also es wirkt einfach nicht dieses. Es wirkt einfach nicht so wie dieses typische Mitteleuropäische, das wir eben aus Deutschland kennen, sondern es wirkt einfach anders. Also, man hat schon das Gefühl, das ist ein anderes Land. Wenn ich jetzt hier so blind fahren würde, ohne zu wissen, in welchem Zug ich sitze, ich würde jetzt nicht darauf kommen, dass es unbedingt Frankreich ist. Ne? Genauso gut könnte es auch irgendwie, weiß nicht, Italien sein oder Spanien oder so. Aber man kann schon auf die Idee kommen, dass es nicht unbedingt Deutschland ist. So, ich glaube an der Stelle. Genau, hier startet die Schutzstrecke. Was bedeutet, dass wir zum 25 kV Wechselstrom wechseln müssen? Also zack, einmal so. Und dann hier tatsächlich nicht zur LGW, sondern Wechselstrom. Achso, ja. Einmal volle Leistung. Ja, das ist ein bisschen etwas problematisch, dass im Tunnel tatsächlich die DVM-Anzeigen so ein bisschen verwaschen dann wirken, wegen der Augenadaptation. Aber wie gesagt, das ist halt die Mod, die diesen Unterschied macht. Und es gibt manchmal auch so komische Lichtfragmente, hier zum Beispiel hier diese Leiste, die ist, glaube ich, wenn man die Mod nicht aktiviert, ist das hier auch komplett dunkel. Und ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Mod zu tun. Aber die Version, die ich hier habe, ist auch tatsächlich einfach die allererste Version von dieser Mod. Die Aufnahme hier ist am 27. September 2000. Was ist denn hier mit den Texturen passiert? 27. September 2022. Nur so für den Kontext, je nachdem, wann dieses Video hier rauskommt. Ja, wir sind heute ordentlich verspätet unterwegs. Das ist natürlich doof, aber da können wir jetzt nichts machen. So, die 230 blinken, das heißt, gleich sind auch 200 nur freigegeben. Genau, die 200 blinken auch, das heißt also, auch da wird die Geschwindigkeit jetzt wieder reduziert. Ich glaube, 170, das ist dann der nächste Step. Oder sind so 160? Gehen wir mal lieber auf die 160. So. Versuchen wir die Geschwindigkeit zu halten. 170. Okay. Noch 3,5 Kilometer. Also, wenn man so ranzoomt, merkt man, dass die Strecken teilweise ordentliche Achterbahnen sind oder sein können. Und dann sieht man erst, wie sehr es mal hoch und runter geht. Aber das ist ja durchaus realistisch, ne? Das ist ja durchaus realistisch. Okay, so Aix-en-Provence. Ich hoffe nicht, dass wir entgleisen. Der TGV neigt nämlich manchmal hier im Spiel dazu, zu entgleisen, wenn man Zugbremse und Lok und E-Bremse gleichzeitig nutzt.
Oh, einer der seltenen Male, wo ich Aix-en-Provence nicht einfach komplett verpasse oder nur mit einer Notbremse noch kurz vom Signal zum Halten komme. Was stand da gerade? Arbois. Bisschen nach vorne. Ich glaube, wir sind noch nicht komplett. So. Und Zugbremse hinterher. Türen off. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Hier in Aix-en-Provence. Wir könnten uns natürlich auch mal im Zug hier ein bisschen umgucken. Einmal hier so kurz rein. Der Kamera. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Zug. Mir gefällt er immer und immer wieder. Wirklich sehr gut. Ja. Kommen wir auch wieder raus? Na, doch, ja. Hier mit der Wartehalle. Schön. War das immer schon im Spiel? Diese Wartehalle hier? Pringles-Automaten. Das sehe ich echt zum ersten Mal, dass hier auch Leute wirklich sitzen und so. Und dass man hier rausgehen kann. Moment mal. Das ist doch. Also nee, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch einfach wirklich nur zum ersten Mal. Das gefällt mir auch sehr gut hier. Aber ich habe das Gefühl, das war vorher nicht begehbar. Was ist das? Composition d'Etron. Funktioniert das, wenn die Mod nicht aktiv ist? Dieser Bildschirm hier, das wäre natürlich sehr cool. Wir müssen, glaube ich, die Türen ja mittlerweile wieder zumachen. 10 Minuten Verspätung. Compostage de Billy. Ich und mein schlechtes Französisch. Okay, sehr schön. Hier Aix-en-Provence. Gucken wir uns nochmal hier das Schild an. Bienvenue dans La Gare des Démons. Willkommen im Bahnhof von morgen. Irgendwie so, ne? Kannst mal hier mal kurz den Bahnhof auch angucken von außen. Ja, ist ein schöner, schöner Bahnhof, ne? Also wirklich schön modelliert. Exploration. Ja, apropos Exploration, tatsächlich ist hier die Provence und gerade so hier der Bereich um Aix-en-Provence tatsächlich immer ganz gut für irgendwelche archäologischen Funde. Hier war ja durchaus römische Siedlung. Beziehungsweise römische Kolonie. Siedlung ist, glaube ich, der etwas euphemistischere Begriff. Sodass man auch tatsächlich die ein oder anderen Fundstücke schon in dieser Gegend hier hatte. Ne, wenn, was sich so eben in der Landschaft hier so alles verbirgt.
Da wird immer mal wieder was gefunden, da gibt es immer wieder Ausgrabungen. Manchmal werden einfach nur bei Baustellen irgendwelche Sachen gefunden. Manchmal finden irgendwelche Touristen und Wanderer hier noch irgendwelche Gegenstände. Viele der kulturhistorisch relevanten Gegenstände, die da noch vielleicht zu finden wären, sind natürlich ein paar Meter in der Tiefe. Über die Zeit sackt sowas einfach ab. Deshalb gibt es auch manchmal Ausgrabungen in dieser Gegend. Manchmal findet man wirklich ganze Kolonien, ganze Städte, die versunken sind im Morast und Schlamm und der Erde mit gut erhaltenen Artefakten. Also wirklich, was das angeht, Südfrankreich ist da wirklich ein Segen für Archäologen. Ups. Pardon. Ach ja, jetzt kommt hier einer meiner Lieblingsstellen auf der Strecke. Finde ich immer ganz cool hier mit diesem Felsen. Also, dass man praktisch die Strecke hier in diesen Felsen hineingeschlagen hat. Jetzt geht's auch bergab. Wir sehen's hier. Wenn man reinzoomt, sieht man es richtig gut. Eieiei, ist ja wie eine Achterbahn, ne? Oh, jetzt nehmen wir richtig hart Fahrt auf. Ah, ist das. Also, ich muss auch immer wieder sagen, das Geschwindigkeitsgefühl im TSW, das wird richtig gut rübergebracht. Ich finde wirklich, im TGW merkt man es, im ICE merkt man es aber auch. Das fühlt sich wirklich sehr schnell an. Gerade wenn man mit dem ICE hier auf der Strecke unterwegs ist, ist das ein ganz, ganz krasses Gefühl. So, jetzt geht es wieder runter und jetzt werden wir nochmal richtig schnell. Guckt euch das jetzt mal an. Und jetzt auf das große, lange Viadukt. Oh, ist das schön. Ist das schön? Das ist sehr schön. Ja, es gibt auch einen Streckenabschnitt, der lässt auch, glaube ich, dann die 320 zu, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder 330, wie schnell darf der fahren? Nombre maximal de personnes admises. Nee. 320. Ich muss wirklich sagen, mit dieser TSW3-Beleuchtung ist, glaube ich, die TGW-Route einfach mal eben einer meiner Favoriten geworden. Aus einer Strecke, die mehr so ist, einfach mal eben ein absoluter Favorit geworden. Es fängt an zu regnen. So, wir müssen uns aber erstmal um die Geschwindigkeit kümmern, bevor wir uns hier um den Regen kümmern. So, jetzt aber. Scheibenwischerintervall 10, 0, 10. Scheibenwischer an. Jetzt? Wischst du jetzt nur alle 10 Sekunden? Warum? Moment, das ergibt auch gar keinen Sinn. 60? Ach so, nee. 60 mal pro Minute vermutlich. So ist gut.
Jawohl, und hoch geht's auf die 320. Ja, jetzt können wir richtig Gas geben. Ich traue mich zwar, das ist schon nicht mehr so ganz bei dem Wetter, aber wer bremst, verliert, ne? Außerdem sind wir ordentlich zu spät, insofern können wir uns jetzt nicht erlauben, hier noch rumzutrödeln. Das ist mein absolutes meine Lieblingseinrichtung, Panne. So wirkt das echt schnell, ne? Wenn man richtig krass rauszoomt, aber es sieht auch gleichzeitig ziemlich doof aus. So ist schon schöner. Ach, noch ein Tunnel. Okay, dann sind es doch ein paar mehr, als ich gedacht habe. Hat es jetzt gerade geblitzt, oder? Ja. Ja gut, TSW3 und die Blitze, das ist so eine, joa, so eine Geschichte, die noch ein bisschen die ein oder anderen Updates braucht. Ja gut, es gibt auch ein paar mehr Tunnel, als ich es jetzt zu Beginn gesagt habe. Es gibt zwei sehr lange, glaube ich, ne? Zwei vergleichsweise lange, direkt hintereinander. Und dann hier diese kurzen Tunnel. Oh, wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Und zwar deutlich zu schnell. Wir wollen nicht entgleisen. Nicht entgleisen. Sind gerade ein bisschen abschüssig, das heißt, sie werden schneller. Aber bei dem aktuellen Gefälle reicht die E-Bremse, um die Geschwindigkeit ganz gut zu regeln. Yay, mit 320 sind wir gerade unterwegs, das ist der Wahnsinn. Noch 31 Kilometer. Noch 26 Kilometer, dann sind wir in Avignon. Ja, ich habe es schon mal erwähnt, also ne, die Aufnahmen sind alle Ende
September gemacht worden. Das heißt also jegliche Updates, jegliche Nachrichten, jegliche Fahrzeuge, Strecken, was auch immer, die nach September der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Die habe ich natürlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier nicht. Also wenn es irgendwelche Updates gegeben hat, die schon längst das Gewitter oder sowas verbessert haben, die Blitze verbessert haben, dann kann das gut sein. Aber das habe ich natürlich hier zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht drin. Das, was hier, um so ein bisschen Kontext hineinzubringen, heute ist der Tag, an dem DTG ein Log-DLC, das erste DLC für TSW 3 angekündigt hat, und zwar mit der Dispo-Log 182, der Class 66 und der amerikanischen F7-Log, glaube ich. Das sind alles drei in diesem Sinne nur Repaints, die man, glaube ich, einzeln bekommen kann und als Bündel. Gut, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video jetzt hier online ist, ist dieses Pack vermutlich auch schon länger draußen. Ja, ist ja jetzt in diesem Sinne nichts Neues, was man da bekommt, außer ein Repaint. Es sei denn, man besitzt die Lok halt nicht. Ne, wenn man mit TSW 3 angefangen hat zu spielen, dann ist das, glaube ich, eine ganz guter Deal. Dann kann man das wirklich machen. Wenn man halt die Lok vorher schon besaß, durch Hamburg-Lübeck oder durch das 182er Add-on für Dresden, für Rapid Transit, dann ist das vielleicht ja ein bisschen redundant, da Geld auszugeben für die gleiche Lok, die, glaube ich, nichts, wo es, glaube ich, keine Unterschiede gibt, außer wirklich das Repaint bzw. die Lackierung. Ich glaube, sonst der Führerstand, die Sounds und so sind, glaube ich, alle gleich. So, 13 Kilometer noch. Wir hätten schon vor 5 Minuten da sein müssen. Und jetzt haben wir die Ankündigung auf 300, also die Geschwindigkeitsabsenkung. Wird uns schon mal durch TVM hier angekündigt. Oder durch KVB? Nee, TVM, ne? So, 300. Ich lass mal die E-Bremse drin, weil wir gleich eh langsamer werden müssen. Super gut, dass es hier keine nervige Siefer gibt, ne? Wobei es gibt eine Wachsamkeitstaste. So, 300 Ankündigung auf 270. Nehmen wir die Zugbremse mit dazu. So, 270 Ankündigung auf 2. Entweder sind es dann 250 oder 230. Ich glaube 2,50, ich glaube 2,30 wäre ein zu großer Schritt. Oder? Ich weiß es nicht. Dreißig tatsächlich. Und auch schon Ankündigung auf 200. Gut, jetzt müssen wir ordentlich mal reinbremsen. Geschafft. Ankündigung auf 170 oder 160. Gib mir auf die 160. Da links kommt jetzt auch schon das nächste Signal. Nee, noch nicht. Da ist das nächste Signal. Mal gucken. Das müssen aber 160 sein, glaube ich. 170, ja gut.
Wir bremsen weiter, auch wenn jetzt noch keine Geschwindigkeitsherabsetzung angekündigt ist. Und plötzlich fühlen sich so 150 km/h super langsam an, ne? Das macht schon einen großen Unterschied. Na, jetzt blitzt das irgendwie ein bisschen im Führerstand. Aber gut, das ist halt mit der Mod, ne? Das hängt halt damit zusammen. Mal jetzt ordentlich reinbremsen. Da vorne ist nämlich schon der Bahnsteig. Ja, sportlich mit 90 km/h am Bahnsteigsanfang. Huch. Oh, 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 halt an, halt an, halt an, halt an, halt an, halt an. Ach, Glück gehabt. Das hat gerade noch so geklappt. Glück gehabt, dass der TGV nur eine Tür hat pro Wagen. Was zwar ein bisschen komisch ist vom Konzept her, aber das hat uns jetzt gerade ein bisschen geholfen. Wir können auch übrigens natürlich hier, wie wir es kennen, mit der God Mode auch hier die Beleuchtung und so an, die Bewölkung und so anpassen. Das kennen wir alles. Das ist ja nichts Neues. Ah, das sieht schon gut aus, ne? Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Auch der Regen mal weg. Schon. Also es macht schon eine ganz andere Stimmung, ehrlich gesagt, dieses Wetter. Dieser Himmel und so. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute.